Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yashio. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf ins Gefecht mit der Bayern. Exas. Okay. Also das Gefühl, die Bayern fahren. Immer das Gefühl auch, wie ich es mit der König Albert auch hatte, so als könntest du dich mit der ganzen gegnerischen Flotte auf einmal anlegen. Ne? Kannst du zwar nicht, aber das Gefühl vermittelt die, finde ich. So. So, Freunde, wo geht's denn hin? Der dreht nach links, der dreht auch nach links, der dreht auch nach links. Okay. Habt ihr euch entschieden? Alle nach links? Na komm, dann werfen wir auch mal den Schornstein an hier. Die Tierpets ist mit dabei. Englisch geschrieben und Deutsch gemeint. Red Baron. Germany. Okay. Aber der rote Baron hat doch einen Flieger, meine ich. Ne? Ob der sehr gut auf dem Schiff ist? Ah, die Tierpitz ist schon eine Wucht. Kann ich mal sagen. So, da sind Flugzeuge unterwegs. Mal gucken, wen die sich gleich greifen werden. Auf jeden Fall nicht direkt im Fadenkreuz. Ja. Ich sehe sie aber. Was soll ich machen? Schiff mal eben hochnehmen oder so? Gehen ja auf den Träger. Kannst du nicht viel gegen machen.
Die gehen auf den Träger. War was? Hat auf mich geschossen, glaube ich. So ein komisches Bang gehört. So. Und? Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Das ist ein guter Anfang. Ja. Einmal mitten rein. War das gerade am Ruckeln? Was ist denn hier los? Ich folge mal der Flotte außen rum. So. Besser, wenn die Streitmacht einigermaßen zusammenbleibt, ne? So, kann man da hinten irgendwas reißen? Oh ja. Richtung Belfast, ne? Deswegen habe ich die nicht mehr gesehen. Insel mich. Na gut. Was zum Geier schießen da auf mich? Ach da! Da sind sie alle! Ja, die schießen, ne, die schießen. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Wir haben Schlachtschiff entdeckt. Die Junker-Q habe ich entdeckt. Da will ich jetzt mal was gönnen. So. Hab ich auch irgendwas ins Visier genommen? Nee, Moment noch nicht. Okay, dann mal da hinten auf die Charles. Wie heißt sie? Charles Martel, okay. Nicht getroffen habe.
russische Team hat die Führung übernommen. Also so rein taktisch finde ich das, die haben doch schon einiges mehr versenkt wie wir. Finde ich jetzt gar nicht mal so prickelnd. Ausbremsen. Die haben sich da hinten so schön versteckt hinter ihrer Insel. Und sind da so schön am Rausbollern, ne? So, da hinten kümmert sich der Zerstörer drum. Und wir müssen mal so langsam zusehen, dass wir die Flotte hier ein bisschen zerkleinern, wa? Das geht ja so nicht. Das war Zitadellentreffer. So, ich bin dann mal im Target. Haben sich da mal wieder versteckt, okay. Ganz nach raus, ja. Eine kurze Ausweichschere fahren, ja. Gucken. Scheiß drauf, mitten rein. So. So, das war ein Torpedo, würde ich jetzt sagen. Torpedos voraus. Ja. Gesichtet. So, dann greifen wir uns jetzt B. Reicht. Wir haben genug Punkte. Ja, ja. Wer hat den jetzt? Die? Doch, diese.
Ja, das war daneben. Und jetzt? Hätte ich noch ein paar Heckgeschütze für dich. So, dann lass uns mal gucken. Ah, verflixt noch, zugenäht. Die Punkte sind uns wieder dazwischen gekommen. Die hätte ich auch noch versenkt. Ah. Hier. Erstes Blut, okay, und vernichtender Schlag. Oh. Das gefällt mir. Okay, also mit dieser phänomenalen Erkenntnis. Okay, Platz. Na gut. Zurück zum Hafen. Hatte ich jetzt eigentlich weniger mit gerechnet, mit der Statistik, aber okay. Nehme ich natürlich. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Supercontainer. Dann bin ich auch schon glücklich. Ich weiß, der Mann hat Ansprüche. Immer schon. So, dann öffnen wir. Lass mal reingucken hier. Flaggen haben wir. Okay. Bullet Charlie, den könnte ich mir eigentlich mal dran machen. Und ich habe ja schon mal so ein bis zwei. Das mache ich. Warte mal. Lass uns mal ganz kurz den Flaggenbaum hissen hier. Signale, wo ist sie denn? Da. Da ist er. Zack. Ein Baum. Das machen wir mal an. Wo ist sie denn? Da. Mal das. Haben wir noch im Angebot? Nö. Brände oder Bombengranate, das ist die, glaube ich, ne? Brände, Granaten. Quatsch. Rammschaden an Gegnern. So nah komme ich nicht. So, Höchstfeuerreichweite. So, das habe ich gesucht. Und einmal bitte. Der da. Einer. Schiffswartungspreis noch minimieren und bitte P noch hochzimmern. Das geht auch noch. Stimmt. Komm, nehmen wir auch noch. So, eine geht noch. Eine nehmen wir noch. Und zwar hätte ich gerne die Nachladezeit des Verbrauchsmaterials. Ja, eine Maßnahme. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Höchstgeschwindigkeit. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und für die Videos ein Like und für den Kanal ein Abo. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.